Kannst du mich verstehen? Du wolltest uns was fragen. Warum haben wir das LernLab gemacht? Wir haben, nochmal. Warum haben wir das LernLab gemacht? Ich war letztes Jahr in Berlin, da gab es das erste LernLab an der Heinrich-von-Stefan-Schule. Und da war ich als Experte eingeladen und ich fand die Idee einfach großartig und wollte sowas auch an meine eigene Schule bringen. Und dazu braucht es natürlich Mitstreiter. Und eine Mitstreiterin habe ich in meiner Kollegin, der Annika Olsen, gefunden. Und unser Direktor, der Herr Krämer, Helmut Krämer, hat uns auch noch unterstützt. Ja, so hat alles angefangen. Ja, also es kamen verschiedene Experten, die wir von verschiedenen Schulen eingeladen haben und die eben alle selber auch an Schulen schon mit iPads unterrichten oder eben mit Tablet-PCs und sich deswegen damit auskennen. Und die haben dann im Vormittagsbereich erstmal unsere Kollegen begleitet im Unterricht selber und deren Unterricht übernommen und eben medial gestaltet. Und im Nachmittagsbereich dann einen Workshop angeboten, der oft auch das Thema aus dem Unterricht nochmal aufgegriffen hat und dann nochmal ja, so eine Reflexion des Vormittags gegeben hat. Also ich muss schätzen, ich denke mal schon über 100 ja. Leute waren da. Es hat sich ja so ein bisschen aufgeteilt. Vormittag waren halt ja vor allem die Unterrichtsstunden interessant, Unterrichtsbesuche, und mittags gab es dann Workshops. Insgesamt 17 Workshops in zwei Slots. Und ich denke mal, so über den Tag verteilt waren es schon so 120. Also wir hatten ja eine Mixplattform zur Anmeldung und da waren bis heute Abend 150 Community-Mitglieder drauf. Die kommen natürlich nicht alle, aber ja, war sehr gut besucht. Ne? Dafür waren auch ein, zwei Leute da, die sich nicht angemeldet hatten. Das muss man auch sagen. Das war dann blinde auch wieder Passagiere, schön. Sozusagen. Ja, aber es war schön. Genau, also auf Mixed machen wir schon eine Auswertung. Wir werden noch eine Evaluation natürlich an alle Community-Mitglieder mailen und wir werden auch nochmal anstoßen, dass es eine Auswertung gibt. Ja, haben wir uns vorhin auch schon mit dem Direktor unterhalten, dass es ja wichtig ist, dass man so einen Tag auch irgendwo nachhaltig dann ins Kollegium bringt, dass es nicht jetzt nur so ein Event war. Aber ich glaube, ich habe mich auch so mit Kollegen unterhalten, dass da schon einiges fruchten wird. Also alle waren sehr begeistert. Ja. Ich denke auch die externen Experten, also denen hat es sehr gut gefallen. Die haben halt auch gesagt, es ist einfach gut, mal an eine andere Schule zu gehen. Da kriegt man wieder andere Ideen für einen eigenen Unterricht. Und man lernt natürlich auch Leute kennen. Das ist ja immer wichtig, dass man sich irgendwie auch ein bisschen austauscht und Ideen kriegt. Viele haben auch Telefonnummern und E-Mails ausgetauscht, sodass dieser Kontakt auch weiterhin bestehen wird. Und treffen sich auch gleich nochmal teilweise zu einem gemeinsamen Essen und Trinken, um dann nochmal so den Tag Revue passieren zu lassen. Und ja, wir haben von vornherein angeboten, dass André und ich und auch eben verschiedene andere Kollegen, die schon vorher Kontakt mit der Technik hatten, weiter natürlich unsere Kollegen zu unterstützen. Und wenn es jetzt irgendwas gibt, was ihnen gefallen hat, aber sie jetzt den Experten aus irgendeinem Grund nicht mehr erreichen können und nicht mehr genau wissen, wie das funktioniert, dann stehen wir selbstverständlich zur Verfügung und helfen da nochmal nach. Das sollte also kein Problem sein. Ich glaube, vom Mainstream sind wir noch entfernt. Ja, dreibeiniges Huhn sieht eher noch so aus, aber Spaß beiseite. Ich denke mal, wir haben das ja auch heute im Laufe des Tages schon gesehen. Wenn man Infrastruktur hat in Form von verfügbarem Internet über WLAN, kann man da schon einiges machen mit eigenen Geräten, die die Schüler natürlich heutzutage haben. Plus X, dass man eben noch ein paar Geräte dazu beisteuert, die dann in der Schule präsent sind. Und dann kann man eigentlich jetzt schon mal anfangen. Ich glaube, die Hürden sind eher an anderer Stelle, sprich, dass die Lehrer vielleicht noch nicht einfach wissen, was sie konkret damit tun sollen und dass es noch an Konzepten fehlt. Ich glaube aber auch, dass es gar nicht so schlimm ist. Also ich bin nicht der Meinung, dass alle Lehrer das wirklich nutzen müssen, denn
Es gibt ja auch noch verschiedene andere Möglichkeiten, aber man kann es immer mal wieder versuchen und die Möglichkeiten sind da, allein durch die Smartphones, die man schon prima in den Unterricht einbinden kann. Da muss man nicht unbedingt Tablet-PCs in der Schule besitzen oder Laptops nutzen, wobei auch das eben möglich ist und fast jeder hat ja heutzutage wenigstens einen Laptop zu Hause oder ein Smartphone oder ein Tablet-PC. Man kann diese Geräte ja auch im Mix benutzen. Und für die 3 oder 4 Schüler dann, die sich in einer Klasse befinden, die wirklich gar nichts haben, da kann man auch immer noch was organisieren. Das sollte nicht das Problem sein. Wichtig ist halt, dass man verschiedene Sachen benutzt und eben auch das Buch mal nicht ganz rauslässt, sondern alles macht. Am besten mal an die Kasse kommen und mal gucken, wie der Unterricht hier läuft. Das ist ja klar. Die Reise nach Köln lohnt sich ja immer. Und heute haben wir ja gesehen, ja gut, eine Reise nach Frankfurt natürlich auch. Hier Stimme aus dem Off. Was wollte ich sagen? Heute haben wir ja gesehen, dass es hier vieles zu begutachten gibt im Unterricht. Oder man besucht die Experten, die ja bundesweit schon verstreut sind. Letzter Tipp, einfach mal googeln. Noch den Schlusssatz, muss man sagen. Irgendwie so, Lern-Lab-Cast, wir kommen wieder. Doch, auf jeden Fall. Der schneidet das sowieso. Du weißt am Schluss nicht mehr, was du erzählt hast. Okay, sollen wir? 3, 4. Lern-Lab-Cast, wir kommen wieder. Tschüss.